Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Patch Notes und zum wahrscheinlich längsten Patch Notes Video aller Zeiten. In diesem Patch gibt es einfach alles. Es gibt 18 Champ-Änderungen, 3 Item-Änderungen, 3 Potion-Änderungen, 7 Drake-Änderungen, der Herald wird geändert, 2 Summoner-Spades werden geändert, es ist einfach all over the place. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie kann das sein? Wir haben ja gar nicht Preseason oder Midseason, aber mir wurde aus anonymer Quelle ein Video zugespielt, was den Strippenzieher hinter dieser Aktion auf frischer Tat ertappt. Und das zeige ich euch jetzt hier als Weltpremiere. Jetzt hören Sie mir mal zu, der Johnny ist schon fast gebrochen. Ich habe hier Schwerstarbeit geleistet. Wir müssen jetzt noch mehr Änderungen bringen. Der muss denken, dass die ganze Zeit Preseason und Midseason ist. Ja? Nee, ist zu wenig. Mehr! Mehr! 18. 18 klingt gut. 18 Changes. Aber nur die Champions. Ja, packen wir noch Summoner-Spells oben drauf. Und ja, noch Items. Haben wir ja noch genug. Und wisst ihr was? Wir machen noch ein paar Drakes drauf. Wie viel? 3? 7. 7 Drake. Ah, dann werfen wir noch den Herald hinterher. So hammern, Leute. So hammern. Wir machen den richtig fertig, den Boy. Tschüss, tschüss, du kleiner Boy. Das ist mein Sohn. Tschüss. Wir halten uns in die Abmachung. Tja, Leute, so oder so ähnlich muss es sein. Es soll tatsächlich der letzte große Patch sein, was ja auch Sinn macht, denn Maxim wird jetzt aus dem Verkehr gezogen und danach sollen die Patches kleiner werden, damit die Pros sich auf die Weltmeisterschaft vorbereiten können. Beim letzten großen Patch haben wir mit ein bisschen anderen Grafiken gearbeitet, aber euer Feedback wurde gehört. Wir werden auch in diesem Patch, obwohl es so groß ist, bei dem normalen Format bleiben und euch jede Änderung präsentieren. Außerdem gibt es auch 2 Gäste, nämlich Tolkien und Sola. Damit wir allerdings nicht zu viel Zeit verlieren, sei einmal gesagt, dass die TFT-Patch-Notes es natürlich auf dem Zweitkanal gibt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt springen wir rein mit den Champions. Der erste Champion, der verändert wird, ist Aatrox. Aatrox bekommt mehr Health Growth. Das bedeutet, auf Level 18 hat er mehr HP. Dafür verliert er allerdings Heilung auf seinem E-Spell. Auf der höchsten Stufe sind das 2%. Und das ist noch nicht alles. Nein, auch die Ultimate gibt ja nochmal zusätzliche Heilung. Und dieser Effekt wird jetzt auf Stufe 2 und 3 der Ultimate verringert. Auf Stufe 2 5% weniger und auf Stufe 3 10% weniger. Alistar bekommt einen kleinen Buff. Die Mana-Kosten des Q-Spells werden auf jeder Stufe um 10 verringert und der Cooldown sinkt auf jeder Stufe ebenfalls um 1%. Die ersten großen Änderungen haben wir bei Gangplank und hier beginnen wir bei den Base-Stats. Gangplank verliert 40 Base-Health, bekommt allerdings jetzt pro Level 10 HP mehr, als er vorher bekommen hat. Ebenfalls sinkt seine Base-Armor von 35 auf 31. Der Damage der Pässe von Gangplank scaled jetzt zusätzlich auch noch mit Critical Strike Chance, was einer der Änderungen ist, damit dieser Champion jetzt wieder mehr Crit baut als früher. Der Q-Spell verliert auf der ersten Stufe 10 Damage, kriegt allerdings auf der letzten Stufe 10 Damage mehr. Der Slow des E-Spells scaled jetzt ebenfalls mit Crit Chance. Dafür wird der normale Wert jetzt erstmal ein wenig verringert, das heißt auf erster Stufe um 10%, auf der letzten Stufe sogar um 20%. Allerdings, man bekommt 0,25 mehr Slow pro 1% Crit Chance, das ihr habt. Der Bonus-Damage des E-Spades ist auf der ersten Stufe um 5 geringer, auf der höchsten Stufe um 15 höher. Der Bonus-Damage on Crits des E-Spades sinkt allerdings von 25 auf 10%. Das sind natürlich eine Menge Änderungen, deswegen habe ich Tolkien gefragt, was er jetzt von Gangplank hält. Die Gangplank-Changes sind äußerst interessant, weil der Champion einerseits genervt wird, was Base HP im Early Game angeht, aber auch Armor, also man kann ihn leichter all-in auf Level 1. Aber er kriegt auch viele Compensation-Buffs. Seine Passive wird mehr Damage machen mit Crit und auch sein Q macht mehr Damage auf Level 9. Mit anderen Worten, du hast das Leben sehr schnell eingeholt, du brauchst nur Level 5 und du hast mehr Leben. Und wenn man daran denkt, dass an diesem Patch auch unglaublich krasse Sustain-Varianten genervt werden, Potions werden genervt, Second Wind werden genervt, kann Gangplanks Poke-Rest-Play in Lane sehr, sehr stark sein. Mit Grasp und einem Triforce-Build bist du auch relativ stark in Melee-Fights und gerade seine Passive, die ja schon sehr viel Power hat, wird auch mal gebufft, wenn du Crit gehst. Also für mich sind diese Changes vor allem ein Nerf für den Prolas Claw-Build. Bild mit Essence Reaver und dergleichen, weil du so squishy bist, aber die Barrel schwächer sind. Aber auf jeden Fall ein Buff für diesen Triforce Gangplank, denn dann Triforce Mord Reminder geht, mehr Frontline spielen kann, mehr Melee fighten kann, die Passive procken kann und trotzdem Crit baut. Also diese Changes sind vielleicht gar nicht so sehr Nerfs, je nachdem auch wie die Sustain-Varianten gegen Gangplank in Lane durchhalten können. Weil eine Q ins Gesicht, wenn Pots sich weniger heilen und Second Wind schwach ist, das tut weh. Auch Nah kriegt einen leichten Nerf, er verliert 40 Health und gleichzeitig verliert er auch noch 0,5 Health Regeneration Grow, also das, was man pro Level mehr dazu bekommt. Und auch hier habe ich Tolkien gefragt, was seine Meinung zu Nah ist. Die Nah-Nerfs sind absolut verdient. Der Champion hat gerade Pro-Play extrem dominiert für eine ewige Periode und selbst so Counterpicks wie Gangplank, die ihn rauspucken konnten, konnten das irgendwie nicht mehr, weil er die Sustain-Varianten so stark waren. Dass jetzt sein Nerf kommt in Base-HP-Regeneration und Base-HP selbst, genau in dem Patch, wo generell defensive Optionen genervt werden, ist ein bisschen kurios von Riot Games. Aber es ergibt auf jeden Fall Sinn, denn der Champion war sehr, sehr stark und wird auf jeden Fall einiges an Dominanz einstecken, denn jetzt schon können Champions wie Gwen und Sejuani ihn sogar all-in im Early-Game, im Mid-Game und dergleichen. Das wird jetzt noch leichter werden.
werden schon früher, weil er halt weniger Leben hat und auch weniger Leben regenerieren wird. Kommen wir nun zu Jenna. Der E-Spell bekommt auf jeder Stufe 10 mehr Schild. Gleichzeitig ist allerdings die Bonus Heal und Shield Power von 20 auf 15 reduziert worden. Die Ultimate von Jenna bekommt auf der ersten Stufe 10 mehr Healing pro Sekunde und das Ganze bekommt auch noch 5% mehr Scaling. Auf der zweiten Stufe sind es 5 mehr Healing und auf Stufe 3 bleibt es wie es war. Jarvan bekommt weitere kleine Buffs. Der Q-Spell kriegt ein besseres Scaling mit der Base AD. Das waren bis jetzt 120% und sind jetzt 140%. Und der E-Spell hatte bis jetzt immer einen Cooldown von 12 Sekunden und der sinkt jetzt je nach Level, beginnt bei 12 und auf der höchsten Stufe sind es nur noch 10 Sekunden. Das sollte Jarvan auf jeden Fall helfen, wieder ein bisschen attraktiver zu werden. Und denkt dran, es gab auch mal AP-Jarvan-Support, wo man den E gemaxt hat und der könnte jetzt vielleicht wieder ein Ding sein. Auch Kane wird angepasst. Der Health Grow steigt um 10 per Level, ähnlich wie wir es tatsächlich auch schon bei Artox gesehen haben, wird dafür allerdings die Ultimate verändert. Denn die Rast Passive hat jetzt nur noch 20 bis 30 statt 25 bis 35, abhängig davon, wie viel Schaden ihr den gegnerischen Champion gemacht habt. Die Idee ist einfach, Power wegzunehmen von dieser krassen Heilung hin halt zu Base Stats und ich denke, das sollte sich besser anfühlen, wenn man dagegen spielt. LeBlanc bekommt in diesem Patch einen ordentlichen Buff. Es wird sowohl das Mana gebufft als auch Mana Growth, das heißt, er hat einfach deutlich mehr Mana. Die wichtigste Änderung ist allerdings der Base Damage des W-Spades. Der steigt auf erster Stufe um 5 und auf höchster Stufe um 20 Damage. Und denkt dran, das ist ihr Mobilitätsspade, der auch den Damage macht und dadurch auch das Wavecleat-Tool ist. Das ist ein ordentlicher Buff. Nocturne bekommt ein Quality of Life Change. Die Passive macht dir Reduced Damage gegen Minions und jetzt ist es so, dass das Minion, was du angreifst, also dein primäres Ziel, nicht mehr diesen Reduced Damage bekommt. Das ist tatsächlich nur ein minimaler Buff. Pantheon Jungle kriegt einen ordentlichen Buff, denn der Q-Spell hat ja bis jetzt nur 70% seines Damage gegen Monster gemacht, genauso wie gegen Minions. Das bleibt bei Minions auch bei 70%, bei Monster geht es aber hoch auf 105% und das sollte den Clear ordentlich verbessern. Renata kriegt die Base Stat Schelle des Todes, verliert 50 Base Health und das wäre es nicht genug, kriegt sie ja noch 2 AD weniger als Base Stat. Das ist ein heftiger Nerf. Seraphine, außer Kane, hat in den letzten Patch aus irgendwelchen Gründen es geschafft, nicht genervt zu werden und Reddit ist ausgerastet, aber jetzt sind die Nerfs endlich da. Der Nerf bezieht sich dabei auf den W-Spell. Das Schild skaliert 10% schlechter mit AP und auch die Heilung skaliert schlechter mit AP als vorher. Ob das genug ist, um diesen Champion jetzt einzuschränken, habe ich Sola gefragt. Moin Leute, Grüße aus Österreich. Seraphin wird genervt. W ist ein bisschen schwächer, vor allem mit AP-Scale ist nicht mehr ganz so gut. Ich denke, es ist ein sehr, sehr guter Nerf, weil der W ist manchmal auch das, was Seraphin extrem broken macht. Der Spell erfordert keinen Skill, der hat keinen Counterplay. Also gefällt mir sehr gut, dass sie den W nerven. Ich denke, es macht den AP-Build auf jeden Fall schwächer. Kann sein, dass man jetzt eher supportive spielen wird. Ich glaube, overall wird der Champion aber ST bleiben. Sivir ist nach dem Rework extrem stark und Riot möchte das jetzt ein Stück weit ändern. Die Änderungen überraschen mich aber, denn einerseits kriegt der Q einen Bugfix, der basically ein Buff ist, weil es einfach so war, dass die Cast-Time nicht so weit runterging, wie sie gedacht hätten. Und der W-Spell macht weniger Damage gegen Minions, die viel Leben haben, executed aber Minions mit wenig HP. Dadurch ist es ja noch leichter zu farmen. Ob das bei Sivir jetzt etwas ändert, habe ich ebenfalls Sola gefragt. Ja, Sivir-Changes. Also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Sivir-Changes eher ein Buff sind als ein Nerf. Der W macht zwar ein bisschen weniger Damage, das heißt, du musst quasi einen Skillpunkt mehr drin haben, damit er genauso viel Damage macht wie vorher, aber hat jetzt ein Execute. Und wer selber Sivir spielt, weiß, der W versaut einem aktuell extrem viele Minions. Das heißt, für mich persönlich liest sich das eher wie ein Quality of Life Buff und ich glaube, vom Overall Power Level wird Sivir weiterhin extrem stark bleiben, vor allem mit Late Game. Danke an Sola und an dieser Stelle auch nochmal danke an Tolkien. Deren Links findet ihr natürlich auch in der Beschreibung und ich freue mich, wenn ihr denen einen Follow da lasst. Auch Teemo bekommt in diesen Patch Notes einen ordentlichen Buff. Einerseits kriegt er mehr Mana Growth, das bedeutet, er bekommt einfach 5 Mana mehr per Level. Die größte Änderung steckt allerdings in der Ultimate. Die Placement Range steigt auf Stufe 1 von 400 auf 600. Das ist ein massive Buff. Gleichzeitig wird der Damage auch noch ein bisschen nach oben geschraubt und die Mana-Kosten auf höherer Stufe massiv reduziert. Die gehen runter auf bis zu 35. Das ist tatsächlich ein ziemlich großer Buff für Teemo, gerade rund um Level 6 und ich bin gespannt, ob wir ihn jetzt öfter in der Kluft sehen. Varus struggelt aktuell so ein bisschen, deswegen kriegt er 3 AD mehr. Auch Wukong wird verändert. Sein Base Health Rack steigt von 2,5 auf 3,5 alle 5 Sekunden, was tatsächlich ein Buff ist. Dafür verändern sie allerdings seine Passive. Denn dort ist sein Health Rack per Stack jetzt deutlich schwächer, was im Late Game vor allem dafür sorgen sollte, dass er sich in Fights nicht ganz so krass rackt. Das sollte übrigens kein Power Shift sein, das heißt, Wukong bleibt so stark, wie er aktuell ist. Und ein absoluter Freudentag für uns alle. Yuumi wird genervt. Sie kriegt weniger AP-Scaling auf dem E. Das ist kein großer Nerf, aber es ist etwas.
Und da sind wir wieder bei den Serie-Changes. Nummer 15, glaube ich, in den letzten drei Monaten. Es ist einfach absolut insane. Diesmal ist es so, dass der Q-Spell jetzt Leute executed, die unter einer gewissen Threshold sind, was vor allem beim Farmen relevant sein sollte. Und der Bonus Magic Damage der Ultimate sinkt um 5. Das bedeutet, auf Stufe 1 sind es nur noch 5, dann 10, dann 15. Das waren alle Champ-Änderungen, aber das ist ja noch lange nicht alles. Nein, wir haben noch so viel mehr, was kommt. Bevor wir allerdings mit den Items weitermachen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei meinen League-Helfern aus dem Discord bedanken. Denn gerade wenn wir so einen großen Patch haben, dann müssen die wirklich hunderte Clips raussuchen, damit ich euch geiles Gameplay-Material währenddessen zeigen kann. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich dank meinem Partner Löwenartei mich auch in diesem Monat wieder bei diesen League-Helfern bedanken darf. Ich darf auch in diesem Monat den drei Fleißigsten wieder einen 50-Euro-Gutschein zukommen lassen. Bedanke mich dafür sehr und wenn ihr selber Löwenartei auschecken wollt, dann findet ihr einen Link in der Beschreibung, wo ihr 10% spart. Kommen wir nun zu den Items und hier beginnen wir bei Chainsaw. Das ist eines der stärksten Items überhaupt aktuell, weil es einfach insane goldeffizient ist, deswegen kostet jetzt 200 Gold mehr. Die Enchanter-Items werden durch die Bank weg genervt und das finde ich sehr, sehr gut. Die, die vorher 10% gebracht haben, bringen jetzt 8. Die, die vorher 20 hatten, bringen 16 und Moonstone geht von dem maximalen Stacks von 5 runter auf 4. Sunfire war ein großes Thema im aktuellen Patch, weil der eine oder andere Damage-Dealer sich einfach gedacht hat, ey, ich baue mal Sunfire, ist garantiert cool. Dementsprechend sagt Reddit jetzt, halt, stopp, das ist eigentlich ein Tank-Item und deswegen scaled der Damage von Sunfire jetzt deutlich mehr mit der eigenen maximalen HP, damit es auf Tanks ähnlich stark ist und auf den anderen eben schwächer. Kommen wir nun zu Potions. Ja, habe richtig gehört, in diesem Patch werden sogar Potions geändert und zwar genervt. Die, die vorher 150 gebracht haben, bringen jetzt 120 und die, die 125 gebracht haben, bringen jetzt 100. In diesem Zuge werden auch die Kekse genervt. Nein! Ich habe sie persönlich sehr gemocht, aber jetzt geht es tatsächlich von 10% runter auf 8 und der maximale Mana-Increase geht runter von 50 auf 40. Das heißt, ich werde sie persönlich wahrscheinlich nicht mehr mitnehmen. Und auch generell bin ich skeptisch, ob ich jetzt noch Corrupting Potion nehmen werde. Ich glaube, ich werde jetzt viel mehr Doran starten als vorher. Das ist allerdings nicht die einzige Rune, die geändert wird. Nein, ich habe noch viel mehr für euch. Bei Conditioning geht die Bonus-Armor und MR runter von 9 auf 8 und der prozentuale Increase geht runter von 4 auf 3%. Guardian hatte vorher einen Cooldown von 70 bis 40%, abhängig vom eigenen Level, und ist jetzt bei 90 bis 40, das heißt gerade im Early Game deutlich schwächer. Scorch wird gebufft von 15 bis 35 auf 20 bis 40, was vor allem daran lag, dass es bis jetzt eine ziemliche Bait-Rune war, das heißt jetzt kann man es wahrscheinlich wieder mit gutem Gewissen mitnehmen. Bei Second Wind wird der Basis-Regenerationsanteil von 6 auf 3 reduziert und das ist auch ein ordentlicher Nerf. Sudden Impact bekommt wiederum einen Buff. Von 7 Lethality geht es hoch auf 9 und von 6 Magic Pen zumindest hoch auf 7. Der Bonus Movement Speed, den Time Warp Tonic gibt, wird reduziert von 4 auf 2%. Das ist kaum noch etwas. Und Unflinching, einer meiner absoluten Lieblingsruhen, wird ebenfalls reduziert. Dieser Tenacity-Anteil sinkt jetzt von 10 bis 30% hin zu 5 bis 25%. Das große Ziel an diesen ganzen Änderungen ist, dass Riot möchte, dass es im Early Game wieder mehr knallt. Denn mit diesen ganzen Änderungen, die sie vorher mitgebracht haben, hat sich zwar das Game nach der 15. Minute deutlich verbessert, aber im Early Game gibt es gerade im Pro-Play fast keine Solo-Kills mehr und genau das möchte Riot ändern. Eine der größten und besten Änderungen in diesem Chat sind die Summoner Spell Changes, denn Smite, Challenging Smite, das verdammte Red Smite, kriegt endlich weniger Damage Reduction. Weil es ist so, wenn der Typ dich anklickt und dich auto-attackt, dann machst du den 20% weniger Damage. Like what? Und jetzt wird das reduziert auf 10%, was immer noch stark ist, aber es ist nicht mehr so damn OP. Und die Damage Reduction von Exhaust war bis jetzt auf jeder Stufe bei 40%, scaled jetzt mit dem Level, beginnt bei 30% und endet bei 40%. Die 40% gibt es übrigens nicht auf Level 18, sondern schon auf Level 9, das ist ganz wichtig zu verstehen. Nun kommen wir zu den Drakes, denn jetzt fragt ihr euch, welcher Drake wird dann gechanged? Alle. Die generelle Idee von Riot ist, dass es einfach im Early Game mehr passieren soll. Deswegen wird der Reward, wenn du einen Drake nimmst, also einen einzigen, viel, viel höher, weil dieser Effekt um ungefähr 50% stärker wird. Gleichzeitig machen die Drakes weniger Schaden, halten allerdings mehr aus. Das gibt natürlich den anderen Team mehr Möglichkeiten, um in einen Drake-Fight reinzukommen, was wiederum die Idee von Riot ist. Im gleichen Zuge wird dann auch Herod gebufft und da insbesondere der zweite, weil es bis jetzt so war, dass es kaum Sinn macht, den zweiten zu nehmen, weil die Turret-Platings schon weg waren. Gehen wir also die einzelnen Changes durch. Alle Drakes haben bis jetzt 7% des Current Healths an Schaden gemacht pro Auto-Attack, jetzt geht das runter auf 5%. Die ersten beiden Drakes bekommen 800 mehr Base Health und auch deutlich mehr Health per Level, also das Durchschnittslevel, was im Game existiert. Ab dem dritten Drake bekommen die Drakes 2600 mehr HP und auch 140 per Level. Das ist insane, eine krasse Änderung.
Kommen wir nun zum Cloud Drake. Hier ist es so, dass die Base-AD um 15 sinkt, das heißt, das Ding macht einfach weniger Damage. Wenn man einen einzelnen Drake davon bekommt, hat man bis jetzt 3,5% Slow Resistant und Out of Combat Movement Speed bekommen. Das geht jetzt hoch auf 7%, was deutlich mehr als 50% ist, ein 100% Increase, aber der war bis jetzt auch eher schwach. Auch die Soul wird dementsprechend nochmal deutlich stärker. Bis jetzt war es so, dass man 10% Base Movement Speed mehr hatte, jetzt sind es 15% mehr und auch weiterhin 50% mehr Movement Speed, nachdem man eine Ult gecastet hat. Beim Hextech Drake ist es so, dass er 20 AD verliert, das heißt, er macht weniger Schaden. Und wenn man einen einzigen Drake davon bekommen hat, bekommt man jetzt nicht mehr 6% Attack Speed und Ability Haste, sondern 9%. Der Inferno Drake verliert 30 AD, das ist auch mal ein Statement. Und gleichzeitig wird auch der Bonus AD und AP-Anteil von 4% auf 6% erhöht. Der Mountain Drake verliert 45 Base AD, es wird einfach immer mehr. Und pro Mountain Drake bekommt man jetzt statt 6% Armor und mehr 9%. Der Ocean Drake verliert 30 Base AD und man bekommt jetzt statt 2% auf Missing Health 3%. Der Elder Drake behält sein Base Health, allerdings bekommt er pro Minute, die vergangen sind in diesem Spiel, 110 Health mehr. Das ist auch richtig heftig. Und beim Herald ist es so, dass der zweite Herald 75% mehr HP hat, was ordentlich ist, und der Herald gibt Local Gold, wenn man ihn besiegt, nämlich 200. Das sind insgesamt extremst große Changes und ich bin recht froh darüber, dass wir sie bekommen, weil ich glaube, dass dadurch das Early Game echt nochmal an Tempo dazu gewinnt. Ich muss aber auch sagen, dass die Änderungen sehr, sehr krass sind. Also gerade diese Drake-Änderungen, die werden jetzt deutlich tankiger und ich habe schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen Preseason oder Midseason-Wipes gerade haben. Aber es ist ein ganz normaler Patch, die Patches hier nach sollen aber wie gesagt kleiner werden. In dieses Video ist extrem viel Zeit geflossen. Von mir, von meinem Cutter, aber gerade auch von meiner Community. Und deswegen würde ich mich sehr bedanken, wenn ihr dieses Video nicht nur liked, sondern vielleicht auch Freunden weiterempfehlt, die ebenfalls auf League of Legends Content stehen. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, wünsche euch beste Gesundheit und bis bald, euer Johnny.